Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder auf dem Kanal von Michas Modellbauwerkstatt gelandet seid zu einem weiteren Video von meinem Power Rangers Megazord. Und da wollen wir heute gleich 5 Ausgaben verbauen, nämlich die Ausgaben 40 bis 44. Und darin geht es um einen Sort, den wir noch gar nicht bearbeitet haben, nämlich den pinken Sort, dem sogenannten Flugsaurier. Also, ich bin bereit. Ihr hoffentlich auch, dann geht's jetzt los. So, hier haben wir jetzt Ausgabe 40 von unserem Megasort. Da geht es dann los mit dem Flugsaurier. Da bekommen wir jetzt hier die ersten Teile, die wir einbauen dürfen und verschrauben dürfen. Vor allen Dingen haben wir ja beim letzten Mal noch ein Teil bekommen gehabt, das wir jetzt als erstes erstmal einsetzen. Wir nehmen einmal unseren Brustpanzer vom Megasort, der auch gleichzeitig die Hauptstruktur des Flugsauriers werden wird und setzen das Teil vom letzten Mal jetzt einmal so hier ein. So, und wird auf der Rückseite dann auch noch verschraubt. Mal gucken, an welcher Stelle das verschraubt wird. Und zwar an 2 Punkten, einmal hier an der Ecke und da unten. So, und dazu nehme ich PWM-Schrauben. So. Halten wir uns das fest. Perfekte Position und setzen dann die Schraube da ein. So, die sitzt schon mal. Dann kommt noch die zweite dahin. Die setzen wir hier rein, an der Stelle. So, und dann seht ihr, haben wir schon mal hier ein Teil eingesetzt. Jetzt kommt das nächste. Das ist dieses hier. Das kommt in die Mitte, soll das rein. Und zwar so kommt das dann. Wird hinten auch noch mal an insgesamt, ich glaube, 2 Punkten. Nein, 4. 1, 2. Drei und 4. Insgesamt an 4 Punkten verschraubt. So. Dann kommt die zweite.
So, jetzt haben wir schon mal drei drin. Und die vierte Schraube. Die setzen wir hier rein. So, das haben wir soweit drin. Jetzt haben wir hier so zwei so kleine Plastikteile, die wir jetzt an den Seiten nur reindrücken sollen. Und zwar kommen die einmal hier so drauf. Wird nur drauf gesteckt. Nichts weiter. Wir haben hier einmal zwei so größere Löcher. Hier haben wir so Halterung, damit das einfach nur so drauf gesteckt. Erstmal. Und das gleiche dann auch noch auf der anderen Seite. Auch so da drauf. Wir haben allerdings noch eine weitere Seitenklappe, die wir nicht vergessen dürfen. Die kommt hier hin. Und die wollen wir auch noch verschrauben. So. Und das ist dann alles für Ausgabe 40. Weiter geht's am Flugsaurier mit dem nächsten Teil. Und ihr seht, da haben wir schon den Kopf vom Flugsaurier dabei. Was dürfen wir denn tun? Wir nehmen uns als erstes mal wieder das Teil, was wir sowieso gerade schon in der Hand hatten. Dieses hier, das legen wir uns mal wieder schön hier in die Mitte, zentral hin. Die Teile, die jetzt hier noch lose sind, die werden jetzt, glaube ich, auch gleich richtig verschraubt. Und jetzt dürfen wir dieses Teil hier nehmen und dieses. Und das setzen wir einmal hier unten nämlich drunter. Und setzen wir so rein. Und das Ganze wird dann noch nicht verschraubt, sondern erst wenn die Schrauben hier oben drauf sind, kommen da insgesamt nehme ich erstmal zwei PB-Schrauben rein. Und zwar, wir legen das einmal hier so drauf, stecken am besten die Schraube da so durch und schrauben das Ganze dann gleich so mit an. So, und nehmen dann noch eine, drehen das mal ein bisschen so herum. Und schrauben die dann auch noch so fest. So, wenn wir das Ganze jetzt, ja, ist immer noch lose hier. Mal gespannt, wann ich das festschraube. Weil das geht mir jetzt gerade ein bisschen ziemlich auf den Keks, dass das hier immer wieder rausfällt. Gut, also so sieht es jetzt erstmal aus. Das legen wir uns, glaube ich, jetzt erstmal beiseite. Deswegen, also es fällt auch hier auf der Seite wieder raus. Legen wir uns erstmal so beiseite. Jetzt machen wir erstmal am Kopf vom Flugsaurier weiter. Da nehmen wir uns einmal dieses Plättchen hier und die LED-Platine, die wir jetzt nämlich daran festschrauben dürfen. Und zwar an diesem Punkt hier.
Ich richtig? Auf der richtigen Seite? Ja, bin ich. Kommt die jetzt dran geschraubt? So. Und zwar, das Ganze kommt so herum, dass das Kabel nach unten ist. Und dann stecken wir mal erstmal die Schraube durch die Platine durch. Und dann ziehen wir sie vorsichtig an. Ganz vorsichtig. Vor allem müssen wir gucken, dass das Kabel richtig liegt. Ganz vorsichtig. Stück für Stück. Ein bisschen anziehen. Und dann haben wir die so hier drin liegen. Die LED-Platine. Jetzt sollen wir den Kopf nämlich nehmen. Und dann haben wir hier die Augen von unserem Flugsaurier drin. Tun wir mal hier aus dem kleinen Blister raus. Stecken uns die jetzt hier in die Seite rein. Wir gucken, welcher ist wo. Dürfte der sein oder ist das der andere? Ist ziemlich eng hier. So, der sitzt, das Auge sitzt schon mal. Wenn wir eins haben, kriegen wir auch das andere auch da rein. Sagt sich so leicht. So, dann seht ihr, die Augen sind jetzt in Position. Und jetzt nehmen wir uns die LED-Platine, die wir hier haben. Nehmen uns den Kopf vom Saurier in dieser Position. Das heißt, die LED-Platine kommt so herum. Und wird dann hier oben jetzt drauf gesetzt. Aufpassen, dass man das Kabel nicht einquetscht. So, das ist doch andersrum. Das ist so herum. Deswegen passt das auch nicht so wirklich. So. Haben wir jetzt in Position. Und dann wird das Ganze natürlich auch wieder mit zwei PB-Schrauben verschraubt. Damit das auch in Position bleibt. So. Eine haben wir dran. Und dann kommt die zweite da reingesetzt. So. Und dann seht ihr, die Augen sind in Position. Die LED-Platine ebenfalls. Dann legen wir uns das auch jetzt erstmal beiseite, nehmen uns die nächsten Teile, die wir hier haben.
Das sind die, müssten dann eigentlich teilweise die Gelenk sein von unserem Saurier. Praktisch der Hals müsste das sein. So, und da kommen jetzt hier über die Löcher. Jetzt muss ich nur gucken. Nämlich auf in das hier, nehme ich diese Röhrchen hier rein. Die kommen einmal hier so reingedrückt. Das kleinere kommt hier hinten hin. Kommt da rein. Das größere kommt in diese Öffnung. Wobei das hier doch geht doch rein. So. Und dann werden die beiden Teile nämlich zusammengefügt. So, dass wir eine Einheit haben. Und wird dann nämlich jetzt in unseren Kopf eingesetzt. Und zwar kommt das Ganze so herum. Und wir nehmen es so rum. Und dann kommt das da so rein. Und wird mit einem Stab fixiert. Wir haben hier zwei insgesamt. Das heißt, wir machen gleich auch noch den, kommt auch noch ein zweiter dran. Muss ich nur gucken, mit welchem Gewinde das ist. Das ist auf der Kamera sehr schlecht zu erkennen. Auf dem Bild sehr schlecht zu erkennen, welcher Stab das ist. Das müssen wir also probieren. Einfach da mal reindrücken. Das war der richtige. So, dann seht ihr, ist das hier auch so verbunden. Und jetzt geht es erstmal weiter. Nee, ach nee, gar nicht wahr. Jetzt kommt erstmal die Platte hier. Ich dachte schon, es geht weiter. Ja, es geht auch weiter. Wir müssen das Kabel, nämlich, was wir jetzt... Ach Leute, das hättet ihr aber eher sagen können. Dass das Kabel da durch soll. Das sieht man nämlich hier überhaupt nicht. Dass das Kabel da... So links da vorbei soll nach vorne. So. Haben wir. Links kommt das Kabel also nach vorne. So, und dann wird das Ganze jetzt. Kommt dann. Da soll das Kabel eigentlich rauskommen. Dann hätte das Kabel ja in den Schacht rein gemusst. Da hätten die das ja zeigen müssen, dass das Kabel in den Schacht rein soll. Das haben sie nämlich nicht getan. Ich muss mal kurz eben einen kleinen Cut machen. Ich muss mal kurz was ändern. So, da bin ich wieder. Und jetzt zeige ich euch das mal. Also das Kabel soll hier durch. Hier also praktisch hier rein, dann durch den Hals durch und kommt dann hier an der Seite aus der Öffnung wieder heraus. Ist auf den Bildern so schlecht zu erkennen, dass man das gar nicht sehen kann.
Und jetzt können wir weitermachen. Denn jetzt kommt die nächste Platte dran. Muss ich gucken, wo das Kabel hier hingeht. Das Kabel geht also zur Seite. Dann kommt die Platte nämlich jetzt hier so dran gesetzt. Und da kommt die nächste Stange durch. Platziert. Die geht echt schwerfällig dadurch. Merke ich gerade. Das heißt, da brauche ich mal ein bisschen Hilfe. Ja. Langsam kommt sie in Position. Jetzt ist sie gleich in Position. Noch ein Stückchen. So, jetzt ist die Stange drin. Versenkt, das Kabel ist auch nicht eingeklemmt. Und jetzt können wir das Ganze nämlich tatsächlich auch einbauen. Warum sieht das jetzt hier wieder anders aus? Ja, Wechselspielchen Bonbon hier. Ach so, sieht das aus. Okay, ausgeklappt und dann nach hinten raus. Okay. So passt das. Und jetzt nehmen wir uns das Teil nämlich hier wieder. Und dann wird das Ganze nämlich hier vorne jetzt so eingesetzt. Ja, so. Kommt das da rein. Und zu guter Letzt kommt hier hinten auch noch was drauf gesetzt. Hier. Das habe ich noch über. Und wenn ich richtig sehe, war es das jetzt auch wirklich auch für Ausgabe 41. So, hier haben wir dann jetzt Ausgabe 42 und wir bekommen weitere Teile. Wir machen also weiter am Sort. Als erstes soll ich erstmal, das finde ich gerade eine richtige Idiotie, das überhaupt zu machen erst, aber scheint wohl, weil dann fällt mir das doch hier wieder alles raus. Halte ich das jetzt mal so fest. Gucken, ob das funktioniert. Nehmen wir uns dieses Teil und die Abdeckung. Und die setzen wir jetzt hier unten nämlich so drauf. Und dann gucken wir rum. Dürfte ja eigentlich nur in eine Richtung passen. Passt weder rechts, passt weder links. Also sollte aber so passen. Ja. Das ist nämlich genau das, was ich erwartet habe. Dass mir hinten nämlich alles wieder rausfällt. Es ist sehr unlogisch gemacht, dass man das erst auf jetzt festmachen soll. So, haben wir jetzt drin. Mit ein bisschen Gewalt. Jetzt dürfen wir den Kopf nämlich, darf ich den Kopf nämlich wieder einsetzen. Und diese komischen Teile auch wieder, die mir hier wieder rausgefallen sind. Weil die werden jetzt gleich endlich fixiert, dass sie mir nicht mehr rausfallen können. So, lege ich wieder hier hin. Denn wir bekommen jetzt ja diese Seite hier und die andere dazu. Und die soll ich jetzt auch nehmen. Und die wird jetzt nämlich hier reingelegt. Bevor... So kommt die dann eigentlich hier rein. Aber als erstes kommt mal hinten der Flügel dran. Das ist der hier nämlich. Der kommt so herum nämlich hier reingedrückt. In
in Position. So. Und jetzt können wir das Ganze, wie gesagt, in den Vogel einbauen. Und dann hält auch endlich meine Platte zumindest auf der Seite in Position. Und wird dann jetzt an drei Punkten verschraubt. 1, 2 und da ist die dritte Position mit PB-Schrauben. So, eine ist drin. Die zweite hier rein. So. Haben wir auch in Position. Jetzt fällt mir das hier schon zumindest nicht mehr raus. Auf der Seite, das ist schon mal sehr schön. Und dann kommt hier noch eine hingesetzt. Und dann ist das auch in sehr guter Position. So. Nachdem dann die Schrauben drin sind, kommt dann noch eine PWM-Schraube hier oben durch. Das Ganze nämlich so an der Seite hält. So, sehr schön. Jetzt wird das Ganze umgedreht. Jetzt fällt mir die andere Seite wieder raus, ist aber egal. Und jetzt haben wir hier auch noch ein Loch. Da kommt auch noch mal eine PB-Schraube rein. So. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Und jetzt haben wir noch diese Abdeckung hier, die kommt hier so seitlich drüber. So dahin. Und kommt auch nochmal eine lange Schraube rein. Eine PWM-Schraube. Jetzt nehmen wir hier rein. So, und zum guter Letzt kommt dann noch die Abdeckung drauf, und zwar diese hier, die kommt so herum, nämlich hier so drauf gesteckt. So, und das ist dann alles von Ausgabe 42. So, hier haben wir jetzt Ausgabe 43 und ihr seht wenig Teile. Dafür haben wir ja aber den Akku und den Aufkleber dazu. Weiteres Flügel und weiteres Abdeckplättchen. Ist natürlich kurz erklärt, was wir machen. Wir müssen natürlich die andere Seite von unserem Flugsaurierflügel noch zusammensetzen. Hier. Und dazu schiebe ich das erstmal wieder beiseite. Nehme dieses Teil nämlich hier und setzen das Ganze. Nehme ich jetzt so herum hier ein. So. Ist der auch drin? Ja, ist drin. So. Und jetzt können wir uns das wieder nämlich reinholen und hier oben drauf setzen. Müssen wir aufpassen, dass wir das Kabel nicht einklemmen. Und dann setzen wir das nämlich hier so schön
in Position. Und dann wird das natürlich wieder mit den PEB-Schrauben verschraubt an den drei Punkten. Nämlich einmal hier an dem Punkt. Und hier irgendwie eine reingesetzt. Eine weitere kommt hier hin. So. Und die dritte, wissen wir ja, die kommt hier unten rein. So, und eine PWM-Schraube, wissen wir auch, kommt hier in die Seite wieder rein. So, dann haben wir das soweit so. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch auf der anderen Seite hier auch noch eine PB-Schraube reinsetzen. Soweit fest. So, jetzt haben wir noch wieder die Abdeckung, die wir hier in der Seite draufsetzen dürfen. Natürlich so herum. Und da kommt auch noch mal eine PWM-Schraube rein. So, und dann sieht unser Vogel doch schon mal richtig gut aus. Den können wir jetzt erstmal beiseite legen. Jetzt nehmen wir uns den Akku. Den packen wir mal hier aus. Und dann dürfen wir ja eigentlich nur das machen, was wir eh schon kennen. Wir nehmen uns wieder dieses Abdeckplättchen. Hier. Ziehen das ab. Und wickeln das Ganze einmal zum Schutz da so drum. So, und das, ups, nicht den Kopf kaputt brechen, war dann auch alles für Ausgabe 43. So, hier haben wir jetzt die 44, die letzte Ausgabe, glaube ich, für unseren Flugsaurier, weil wir haben jetzt hier die Platine, noch eine weitere Abdeckung, den On-Off-Schalter und weitere Halterungen. Wenig in der Ausgabe drin, aber dafür viel zu tun. Denn wir nehmen uns wieder das Gebilde hier, klappen das erstmal einmal so ein, drehen das auf den Rücken und setzen hier unten nämlich die Platte ein. Die wird einfach nur so da reingedrückt. Soll sie zumindest. Muss man gucken, in welche wie rum die da rein soll. So. So kommt die nämlich da rein. So. Dann legen wir uns das Ganze nämlich erstmal nicht beiseite. Wir klappen den Kopf wieder raus. Nehmen uns die Platine. Und tun die Platine im Steckplatz. Die LED nämlich hier reinsetzen. Anschließen, haben wir gemacht. LED ist angeschlossen. Sollte jetzt auch der richtige Steckplatz sein. So, haben wir. Hier kommt dann jetzt unser Akku wieder reingelegt. Der kommt nämlich so hier schön da reingelegt. So, da ist er versteckt.
Und wird natürlich jetzt hier angeschlossen. So. Jetzt haben wir das Ganze angeschlossen. Dann haben wir jetzt hier noch unsere weitere Abdeckung. Da kommt einmal der On-Off-Schalter rein. Setzen wir einmal hier so in Position. Schön Detail versteckt, dass man das gar nicht so wirklich erkennt und sieht. Und jetzt soll da die Platine drüber. Die sind ja witzig. Das heißt, ich muss das jetzt irgendwie so da reinstecken. Verschraubt wird das wohl scheinbar überhaupt nicht. Ach nee, da kommt dann. Ach so, als Haltepunkt kommt dann der Deckel hier drüber. Das hält doch überhaupt nicht. Wo der Akku drin ist. Das Kabel muss. So, mal gucken. Kabel soll auf jeden Fall so sein. Okay. Und dann wird das Ganze natürlich. Sollte das. Ach so, das wird dann nur rein. Das wird dann nur drüber gedrückt. Ach so. Wenn es denn mal reingeht, so. Oh, da muss man aufpassen, dass man die Platine nicht kaputt drückt. Das ist ja eine komische Technik. Jetzt ist mir natürlich der On-Off-Schalter hier wieder verrutscht. So. Das ist hier ein Fummelkram. Gerade. Da haben die sich nicht gerade bei mir wieder Freunde gemacht. So, der Schalter soll da drauf drücken. So, und gleichzeitig soll das hier aber da drüber. Ich will nicht zu stark drücken. Das ist nämlich jetzt ein bisschen verkantet und verrutscht. Versuche das mal wieder ein Stück zu hoch zu drücken mit dem Schraubendreher. So, dass es gerade wird. Das geht da nicht drüber. Leute, das mache ich mal eben kurz hinter der Kamera. Ich bin gleich zurück. 2 Stunden später. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ja, das hat. Musste alles nochmal halbwegs nochmal auseinandernehmen, weil ich das Kabel hier unten nicht da durchgefummelt habe. Das zeige ich euch mal hier, wenn ihr sehen könnt. Da seht ihr ja das Kabel von der LED. Das soll hier noch unter dem Flügel drunter durch. Und dann wird das Ganze nämlich hier in dem kleinen Plättchen hier wird die LED reingeschraubt und verschraubt. Und hier haben wir dann jetzt unseren Aus- und Anschalter. Und wenn ich das Ganze jetzt einmal drücke, dann seht ihr in der Kamera, naja, blinken seht ihr vielleicht besser. Da seht ihr, da blinkt in die Augen. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, dann ist wieder aus. Also, der Vogel funktioniert. Und das war dann auch alles für Ausgabe 44. So, das waren sie dann, die nächste Folge von unserem Megasort. Und hier haben wir unseren Donnervogel, den pinken Sort, den Flugsaurier. Und wenn ich jetzt wacker den Knopf hier drücke, dann könnt ihr ihn nochmal sehen. Da sind die Augen an. Jetzt blinken die schönen Augen.
Und jetzt machen wir das Ganze natürlich auch noch wieder aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Ansonsten bitte konstruktive Kritik in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich natürlich mich auch noch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, die Nachrichtenglocke aktiviert und so auch gerne mal was in die Kommentare schreibt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es wieder weitergeht am Megasort, dann wieder gehen wir an den Mammut, an den schwarzen Sort. Da wollen ja die nächsten Teile angebaut werden. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.